Ja, mein Name ist Stefan Ludwig, ich gehöre der Fraktion Die Linke hier an dem Landtag, bin dort stellvertretender Fraktionsvorsitzender, 44 Jahre alt, verheiratet, 4 Kinder, zwischen 5 und 19 Jahren, ich komme aus Königs Wusterhausen und Landkreis Lahn-Spreewald. Ich bin dafür, wir haben das als Koalition auch gerade für uns beschlossen, wir suchen jetzt gemeinsam mindestens mit der Fraktion der Grünen und der FDP nach Lösungsmöglichkeiten. Die CDU hat signalisiert, dass sie noch nicht ganz genau weiß, was sie will. Wir müssen dazu die Verfassung ändern. Deswegen ist es uns auch so wichtig, da transparent zu arbeiten. Die Beratungen ziehen sich zu dem Thema ja schon über ein Jahr hin. Und wir werden als Koalition jetzt dafür alles tun, dass es jetzt schnell zu einem Beschluss kommt. Wir wollen, dass ab 16 in Kommunen, aber auch auf Landesebene gewählt werden kann. Und warum? Ja, denke ich, gibt es eine Fülle von Gründen. Ganz einfach aber gesagt, junge Menschen und Leute mit 16 sind so verständlich, dass es keinen Grund gibt, ihnen weiterhin das Wahlrecht zu verweigern. Weil so ist ja die formale Konstruktion. Eigentlich hat man ja das Wahlrecht mit Geburt, wird dann aber durch Verfassungsgerichte eingeschränkt, dass man es bisher erst dann ab 18 ausüben kann. Weil mit der Geburt ist man ja schon Bürger, aber die Verfassung sagt, erst ab 18 dürfen Bürger wählen. Und es gibt keinen Grund dafür, weiterhin dieses vorzuenthalten. Das ist für mich die spannende Frage, warum wir es jetzt endlich einführen sollten. Nämlich, dass sich alle Parteien damit für Themen und Arbeitsformen, die junge Menschen heute bevorzugen, öffnen müssen. Wir werden es als Partei Die Linke mit den Arbeitsformen so machen, dass wir jetzt gerade zum Beispiel eine Seite auf Facebook freigeschaltet haben. Viele junge Menschen haben uns mitgeteilt, ihr seid da nicht drin. Ich schon, warum du nicht meine Partei oder du als Partei fehlst, egal ob ich mich dafür interessiere oder nicht. Das ist nur eine Möglichkeit. Natürlich geht es um die Themen, zum Beispiel, was tun alle Parteien, um Jugendarbeit nicht nur finanziell, sondern auch qualitativ, um dann durch nach vorne zu bringen. Für mich aber ganz banal, was tue ich als Mitglied einer Partei vor Ort, um das Leben von jungen Menschen weiter zu verbessern. Wir werden uns als Linke dem stellen. Im März haben wir Parteitag und da werden wir dazu schon wieder reden. Würde ich keine Reihenfolge machen, weil diese jungen Menschen übernehmen dieses Land so, wie es ist und wie wir es gemeinsam gestalten. Ich meine, die Themen, die denjenigen, die jetzt ab 18 Politik machen dürfen, diese Themen sind für junge Menschen genauso wichtig. Nicht für jeden Einzelnen, aber die Gesellschaft ist sehr komplex und insofern glaube ich nicht, dass es ein unwichtiges Thema für junge Menschen gibt.